Über 200 Folgen feinstes Entertainment. Aber wer kennt sich wirklich aus? Wann war was heute bei Game 2 Endgegner? Ein hochkarätig besetztes Panel hat sich hier eingefunden, um nochmal ja zu rekapitulieren, was eigentlich in über 200 Folgen Game 2 so alles passiert ist. Und wir werden euer Wissen heute auf Herz und Nieren prüfen. Was war da wirklich? Wie war das nochmal genau? Endgegner für diese Folge Game 2 ist natürlich Colin Gebel, der vor kurzem erst zu Rocket Beans TV in den Sender gewechselt ist, aber natürlich lange Zeit Chefredakteur von Game 2 war. Colin, für dich trotzdem die Frage, Chefredaktionsposition und nah am Produkt sein, geht das überhaupt? Wie nah war man wirklich dran an den einzelnen Sendungen? Wie viel weißt du noch von den Folgen? Sehr nah und alles. Das gehört natürlich dazu, dass man, wenn man also ein Uhrwerk da oben hat, plus eine Speicherplatte mit unbegrenztem Speicher so. Ja. Ne, und solche Sätze so eloquent rüberbringen kann, wie ich es gerade getan habe. Da musst du alles wissen, musst dich an alles erinnern. Weil im Zweifelsfall geht es ja darum, dass eine Bestrafung auch trifft. Wenn du nämlich da keine stichhaltigen Begründungen und Beweise mehr hast, weil du nicht mehr weißt, ob das vor 3 Jahren vielleicht wirklich so gewesen war, wie du in deine Strafe gegossen hast, Sebastian gegenüber zum Beispiel, kann es schnell peinlich werden. Und außerdem, für mich ist das so ein bisschen so ein verspätetes Bewerbungsgespräch für die beiden. Also ich sitze ja nicht mehr im Sattel, das sind ja die beiden jetzt, aber wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, ob das eine gute Idee ist. Und das wird sich jetzt natürlich zeigen. Genau, es geht heute zu spät, ne? Ja, Verträge sind doch nur da, um geändert zu werden. Es geht heute nicht um den Endgegner-Thron, sondern wirklich tatsächlich nochmal um die Chefredaktion. Das haben wir vor der Sendung klar gemacht. Nein, die Doppelspitze ist heute am Start. Tim und Basti frisch im neuen Job. Wie geht's euch mit der neuen Position? Kommt ihr klar? Habt ihr euch das schön aufgeteilt? Oder wünscht man sich dann manchmal doch noch so einen kleinen Colin zurück? Ja, also Colin wünscht man sich natürlich immer zurück, klar, ne? Auf jeden Fall. Aber hey, was sollen wir machen? Ja. Ich meine, Colin ist natürlich jetzt weiter auf der Karriereleiter vorangeschritten und ich meine, irgendwer muss zurückbleiben, das sind dann wir, ne? Das ist richtig. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, weil wir gesehen haben, wie wir hier im Studio sitzen auf dem Kontrollmonitor und scheiße, ich sehe ganz schön müde aus. Das ist sehr beschreibend für diesen neuen Job. Ja, doch, ja. Gut, also wir wollen mal rausfinden, was bei euch noch an Wissen vorhanden ist und dann tauchen wir noch ein bisschen ab in Anekdoten rund um Game 2. Wir kommen rein. Es sind übrigens, die Fragen sind natürlich auch, ne, sage ich vorab, ruhig ein bisschen tricky. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr auch sehr viel im Zweifel wisst. Deswegen grämt euch nicht, wenn ihr Sachen nicht beantworten könnt. Die Fragen sind auch recht spitz und querbeet gestellt. Aussage Nummer 1. Oh Gott. Die Themen der allerersten Sendung waren Dishonored 2, Call of Duty Black Ops 3 und PlayStation Pro. Wie immer nach dem ersten Mal vorlesen, seht ihr die Frage komplett eingeblendet. Die Themen der allerersten Sendung waren Dishonored 2, ja, ich bin auch gerade Call of Duty Black Ops 3 und PlayStation Pro. PlayStation 4 Pro. Aha. Das ist nicht der Fehler. Ach so, okay, das ist gut, nicht dann wollen wir kein Nitpicking. So gehe ich sofort. Ja. Welche CD? Weißt du noch, welches CD war das richtig? Ich glaube ja. Ja? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte. War das richtig? Die PlayStation 4 Pro. So. Und das Hühnchen, das ist Tim. Ich sage, es war nicht Call of Duty Black Ops 3, sondern es war Call of Duty Advanced Warfare. Falsch. Yes. Oh, es. Ah, scheiße, ich weiß es. Ja, ja. Aber Sekunde, Colin hat noch die Chance, dir abzuschrauben. Wenn er sich traut, bitte buzzern. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Scheiße. Ja. Nee, Colin, weißt du nicht niemals. Ja, kannst du vergessen. Oh Gott, Call of Duty. Ja. Wie häufig musste ich diese Muster anfragen? Ich hab doch immer rein. So, komm, mir reicht aber jetzt mal auf. Ja, sag einfach nee. Möchtest du, Colin? Oder komm, ganz komm. Nee, komm. Nee. Ich muss mich ja mit mir selbst beraten. Die Zeit müsst ihr mir schon geben. Oh Gott, diese verräudigste. Das muss jetzt aber auch mal. Okay, komm. Er ist ja jetzt mein Vorgesetzter. Ich kann jetzt nicht mehr dazwischen gehen. Stechung. Ey, wollen wir beide ins Minus rauschen? Was? Ja, komm. Na komm jetzt. Entweder buzzern oder nicht. Letzte Chance. Wir gehen in 3. Nee, ich buzzer nicht. Komm. 1. Okay, Frage ist geschlossen. Oh, es war natürlich Infinite Warfare. Ja. Genau so ist es. Infinite Deswegen habe ich nicht gebuzzert. Ja. Hast du gesagt? Nee, ich hätte, ist egal, was ich gesagt hätte. Ich hätte jetzt einfach mich versucht, nach dem guten alten Treyarch, wir wechseln Dingskonzept zu gehen. Und da war ich schon raus, glaube ich. Okay. Ja. Minus 1. Erste Folge Game 2 läuft über einen Sender. Wie war das für euch? Ich glaube,
2016, ne? Ende 2016. Wie war so das Gefühl? Die erste Sendung abgegeben. Erzählt mal. Tipp. Ich? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das ganz schlimm war irgendwie. Also erstmal, weil man war super aufgeregt und natürlich so diese Angst vor dem Feedback war extrem hoch, weil halt man in diese riesigen Fußstapfen tritt, das weiß ich noch. Und weil wir natürlich dann auch mit diesem Live-Konzept irgendwie da an den Start gegangen sind, wo wir alle so schon von Anfang an dachten, ob das jetzt so schlau ist. Mhm. Ja, ich dachte eigentlich, also ich war, was die Beiträge angeht, relativ optimistisch. Also die fand ich eigentlich relativ cool, was wir da hatten. Die waren eigentlich ganz cool, aber ja, also wir waren einfach hammer aufgeregt, oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt tatsächlich. Es ging dann, weil wir haben das irgendwie alle im Kollektiv geschaut, so komplett Rocket Beans und Game 2 zusammen. Und da war so der erste Moment, ich glaube, weiß ich nicht, Daniel Schröckert kam zu mir, wahrscheinlich ganz viele Leute kamen zu mir, ich habe es nachher nicht mehr wahrgenommen, aber das war dann so der Moment, wo ich dachte, ja, okay, ganz so schlimm war es dann vielleicht doch nicht, weil alle gesagt haben, ey, war cool, schön, dass ihr da seid, so, aber davor habe ich keinen, ich persönlich nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Als das erste Mal Ingo gesprochen hat, da waren alle so im Chat, okay, geil, das ist Game One-Style. Und da war so bei mir, wo ich gedacht habe, okay, wir haben wenigstens Ingo. Können wir uns ausruhen. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich saß ja in der Regie und habe da die, weil wir noch live begleitet haben und so, jetzt bitte das und jetzt bitte hier Werbung etc., die es natürlich nicht gab. Werbung? Habe ich Werbung gesagt? So ein Quatsch, aber auch. Also Werbung gab es nicht. Und dann bin ich dazugekommen und ihr habt ein bisschen was getrunken und wir haben uns alle dann gefeiert. Aber das krass die Erkenntnis für mich war so ein bisschen, es fiel dann unglaubliche Last ab, weil wir ja wirklich Wochen und Monate lang darauf hingearbeitet hatten. Und kaum war diese Last weg und so ein kurzes Hochgefühl kam auf, kam sofort der nächste Downer, weil mir plötzlich klar wurde, ach du Scheiße, und das müssen wir jetzt Woche für Woche machen. Das war so dieses Freude und wirklich so, oh Gott, war das eine gute Idee, sich dieses Thema aufzuhalten. Das ging so Hand in Hand. Ja, und jetzt sind wir hier, Jahr 2021, und ihr macht's immer noch, jede Woche. Also war das keine so schlechte Idee. Vielleicht aber Aussage Nummer 2. Ich sehe, hier geht's um Micha Reinke, inzwischen auch bei Rocket Beans TV. Auch lange Zeit hat er einen Spieler für euch gemacht. Zum Beispiel geht es in folgender Aussage Nummer 2 um einen Einspieler von ihm. Ein Fehler versteckt sich. In Michas Western-Epos fallen ulkige Zitate wie "Wer hier ballert, kriegt geschallert" oder "Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er". Wenn er fällt, dann deit er. Ja. Moment, ich hatte eine Verzögerung. Wenn er fällt, Alter, dann deit er, ist genau richtig. So ist es. Das ist natürlich ein Classic. Sehr gut, Chef. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, aber das liegt ein bisschen. Warte mal, ich muss einmal die Kabelwege nach. Ja, ich gut. Ja. Lass noch mal deinen Buzzer, nur dass wir es einmal gehört haben. Scheiße, das ist natürlich jetzt unangenehm. Ja, war ein Spaß. Also. Ja, gut, war ein, musst du drauf haben in so einer Sendung. Ne? Gut. Nein, ich war einfach zu langsam. War es ein Prank? Es war ein Prank. Oh, ich war einfach nur zu langsam. Ein Glück. Also, ich dachte, ich hätte den Gorilla gehört. Ich war ganz verwundert, dass du geantwortet hast. Ich war so sicher, dass ich schneller war. Aber gut, so kann man sich irren. Warst du auf keinen Fall. Offensichtlich. Aber war gut geschauspielert eben. Ich hätte sie abgenommen. Ja, ich war auch erst so. Oh Mann, drei Technikleute sind schon auf halbem Weg hierher gerade. Gut, oh, nee. Wir machen direkt weiter mit Aussage Nummer 3. Auch ein Classic. In Game 2, der Film, tötet der Mann vom ZDF nacheinander Trant, Krogi, Sophia und Nasti, die gerade aus dem Fahrstuhl. Tim. Also Nasti tötet er nicht. Sondern? Er tötet nicht Nasti. Ist aber nicht richtig korrigiert. Drei. Tötet nacheinander. Und mich. Lauchboy. Nein. Frage ist offen für Colin, der hier abstauben kann, theoretisch. Siehst die Frage auch? Das sind genau die Details. In Game 2, der Film, tötet der Mann vom ZDF nacheinander Trant, Krogi, Sophia und Nasti, die gerade aus dem Fahrstuhl steigen wollten. Ich muss per Ausschlusssystem. Na, ich weiß nicht, ob wir Zeit für das Ausschlusssystem haben. Hast du eine Ahnung, wer falsch sein könnte und wer es stattdessen war? Wer sprang denn noch? Was, Erkenne? Die wird noch Erkenne nicht umgebracht. Was, Chris? Ach so. Ja, ja, okay. Ja, ja, wer. Doch, doch. Ich weiß, ich glaube, ich weiß es immer noch. Ja, ja, ich trau mich nicht. Es tut mir leid, dass ich auf diese Art und Weise gewinnen muss. Weil er tötet ja noch Miri 2. Miri 2 aus der Requisite. Ach, Miri 2 aus der Requisite. Ja, da kommt ja noch diese Love Story. Ja.
Ne? Und dann wird Miri 2 aus der Requisite gekillt. Ja. Ah. Exakt, so ist es. Nasty Falsch, Miri 2. Immer cool, oder? Wenn ich das falsch antworte und danach die richtige Antwort sage. Ja. So spielt man das, oder? Das ja, macht Sinn. Genau. Aber mach ruhig weiter so. Mach ruhig. Entsteht komplett im Schnitt. Ich dachte, es reicht, wenn ich sage, dass Nasty Falsch ist. Nee, immer deswegen korrigiere und gewinne. Genau, so ist das. Wäre ja auch richtig gewesen, wenn Nasty einfach nicht da gestanden hätte. Ja, aber wir haben natürlich die Miriam 2 gesucht, ne? Gut. Game 2 der Film, ihr habt ja viele Specials auch, Musical Specials gemacht. Gibt's da noch was, was euch unter den Nägeln brennt, wo ihr sagt, das wollen wir auch gerne noch mal als Spezialfolge von Game 2 umsetzen? Gerade jetzt natürlich an die Leute in Charge gerichtet mit Basti und Tim. Gibt's da was in der Schublade? Kann man was teasen? Sagen, wir dürfen ja unsere heißen Ideen noch nicht verraten. Das können wir jetzt nicht droppen. Okay, aber es gibt's akut was an der gerade gearbeitet? Fall, auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt auch unsere Unterstützung herangeholt und Marc ist sozusagen jetzt so der Typ, der die großen Sachen plant. Stimmt. Und da haben wir schon einiges auch in diesem Jahr noch in der Pipeline. Boah, stark. Können wir schon bin ich neugierig. Gab es von diesen größeren Special-Folgen so was, was euch besonders am Herzen lag oder wo euch die Arbeit besonders Spaß gemacht hat? Besonders Spaß gemacht. Oder das Problem war eigentlich immer, dass diese Special-Folgen, also klar, das ist auch Spaß gemacht. Aber ich wollte halt sagen, also die waren meistens sehr anstrengend, aber sie machen halt dann auch Spaß. Also, aber die waren halt nicht auch krank. Also Aber was ich cool finde, ich finde, man hat auch ganz häufig das Gefühl, also ich zumindest, dass ich dachte, diese Folge ist geiler als die davor. Und dann kam irgendwie wieder was und dann, nee, das war jetzt die beste. Und die war noch mal besser irgendwie. Also, weil es irgendwie doch immer wieder auch für mich dann teilweise, ich war ja nicht immer so super deep in jedem Prozess drin, aber dann diese Endprodukte zu sehen und am Anfang zu denken, ach nee, komm, das klappt doch im Leben nicht. Ich schreibe schon mal meine eigene Kündigung. Und plötzlich, ach nee, doch, ich kann nach einer Gehaltserhöhung fragen, ist ja richtig gut geworden. Also, da fand ich, hatte ich häufig, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, wenn man denkt, boah, das war doch wirklich irgendwie noch mal besser als das, wo du eben vor 4 Wochen dachtest, das war der Höhepunkt. Gehaltserhöhung ist immer eine schöne Geschichte, hab ich gehört zumindest. Ich glaube, für mich war so die VR-Folge, das war, glaube ich, so, so krass. Schon so das Heftigste, naja, oder nicht das Heftigste, aber so das Speziellste, sage ich mal, wenn man da einfach so mit irgendwas gearbeitet hat, was gefühlt noch nie jemand vorher gemacht hat und wo man auch so direkt gemerkt hat, so dass die ganze Technik, die man dafür verwendet hat, einfach so überhaupt noch nicht ready ist, so irgendwie. Das war so in Premiere, das war alles noch so total in den Kinderschuhen, wie man da überhaupt schneiden konnte in VR und die Kameras und so, es war alles überhaupt nicht professional und so. Das war schon eine krasse Sache. Und sich dann so das erste Mal die VR-Folge wirklich mit einer VR-Brille angucken, nachdem man sie geschnitten hat und sich dann so in seiner Folge umgucken, das war schon heftig, ja. Das war schon ziemlich geil. Stark, wir sind gespannt, was da dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Jetzt kommt erstmal Aussage 4 auf euch zu. Wie immer geht es, den Fehler zu korrigieren. Aussage Nummer 4. Chris hat Simons Traum im Beitrag zu Dreams erschaffen. Ja, okay. Das war selbstverständlich Etiennes Traum. Wie die beiden herausholen. Ja, okay, die holt er sich. Ja. Genauso ist das. Punkt für Colin. Und damit sehen wir den neuen Punktestand 1. Buzzern. Ja, vielleicht sollte ich weniger buzzern. Ja, ich sollte schneller buzzern. Aber. Ja. Okay. Aussage Nummer 5. Hologramme, Sechsecke und dumme Zahlen sind Beispiele aus Trans. Und Achtung, Kanten. Ist nicht der Fehler gewesen. Ist nicht der Fehler. Colin kann abstauben. Muss ich die Frage einmal durchlesen? Dumme Zahlen? Ich muss einmal die Hologramme, Sechsecke und dumme Zahlen sind Beispiele aus Trans. Top 5 der schlimmsten Formen in Videospielen. Es waren doch nicht Hologramme. Wir reden gleich drüber, Tim, aber vorher hat Colin noch die Chance, theoretisch einen Punkt zu holen. Nee, das waren nicht die schlimmsten Formen. Das hieß doch niemals die schlimmsten Formen. Also potenziell sind da sogar mehrere Fehler drin. Es gibt nicht das Video, die Top 5 der schlimmsten Formen in Videospielen. Das ist absoluter Quatsch. Ja, okay, ja. Es waren halt Sci-Fi-Klischees in Videospielen, aber. Möchtest du, ja? Aber das ist die Frage, wenn es jetzt wirklich den Notar holen muss, weil ihr natürlich jetzt Ja, einfach nur den Titel. Also, wenn du den weißt. Ja, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Top 5 Sci-Fi-Klischees in Videospielen. So viele Fehler können ja nicht drin sein, ne? Also, lassen wir das gelten, liebe Regie.
Ja, höre ich. Top 5 der schlimmsten Sci-Fi-Klischees. In der Tat war das Video Dumme Zahlen, da spricht Trant explizit von. Also kommt in diesem Video vor, aber es waren eben nicht die Dumme schlimmsten. Wie immer bei den Türmen Formen. Und so waren, dass ja, da irgendwie ja, Raum 13 oder irgendwie sowas. So, aber ich war so beliebige Nummerierungen. Und Punkt so. Für Colin an der Stelle. Gut, okay. Ich bin einfach nicht so schnell, Mann. Ist alles drin. Ist das wirklich noch alles so, jetzt drin? Aber, okay. Genau, so, jetzt höre ich mir vielleicht erstmal die Frage an. Jetzt kommt was. Vielleicht hast du da sogar einen kleinen Vorteil. Aber jetzt bringt dich das raus, diese Info, die ich dir gegeben habe. Trotzdem, Aussage Nummer 6. In einer Kollega-Parodie präsentiert Trant das neue Game 2-Design. Im Hintergrund trainiert Valentin den Bizeps mit einer Langhantel. Colin. Nein, er trainiert den Bizeps. Oh, bitte, bitte. Mit einer Switch? Nee, nein. Oh, Scheiße. Ja, das Wii-Controller, oder? Ihr könnt, könnt euch beraten und abstimmen. Abschrauben. Ja, Controller. Naja, aber wir müssen schon sagen, welcher Controller. Und ich meine, das war. Wii-Controller? War das nicht irgendwie Wii-Mode? Nee, oder? Was sonst? Mit einem Controller kann man doch einfach sagen. Naja, aber es ist halt sehr unspezifisch. Zweitspiel! Traut ihr euch? Oder nicht? Also entweder ein Switch-Nunchuck, nee. Oder Zweitspiel, du hast ewig überlegt, ja, ob du abstauben willst oder nicht. Komm, wir sagen jetzt, also mit einem Controller muss doch reichen. Richtige Antwort. Ja, so. Echt? Wow. Genau so ist das. Ja, aber die Switch ist doch auch ein Controller. Okay, wenn hier komisch das ist eine Konsole. Ein ja, aber auch ein Controller. Funktioniert. Alter, was ist das denn? Es war, also, wenn auch, das keine jetzt es war auch keine Switch. Hast du gerade den genauen Videotitel gedacht? Keine Switch. Ja, nicht. Aber hör mal. Das war ein Controller, aber keine Switch. Jetzt auf, du bist ja noch vorne. Ja. Gönn uns auch mal was. Ich hab euch 5 Jahre lang hab ich euch alles gegönnt. Gönn uns mal was, außer ist ja, richtig, ist ja richtig, total dumm. Wie kann man nur so falsch liegen und die Switch irgendwie. Was ich mich immer gefragt habe, Colin, wie viel von deinem, sag ich mal, Rich-Chef-Gimmick war denn wirklich echt und wie viel wahrer Colin war in dieser Figur denn überhaupt drin? Rich? Wie das, also die Frage könnt ihr ja potenziell vielleicht so, ja, stimmt, beantworten. Du hast recht, Tim. So. Wie viel. Also Rich Colin war doch eigentlich nie, also er war eigentlich immer der Arschlochchef. Das Arschlochchef, ja. Der immer rumschreit und der total sofort ausrastet. Und da, sage ich mal, also in Bezug auf unser Team würde ich sagen 0%, aber er hat natürlich schon. Vor allem, wenn es um Service-Hotlines geht, da ist dieses Trope von dem Rumschrei-Colin, der sofort ausrastet, schon sehr real. Also. Was denn für Service-Hotlines? Nicht das, was ich habe mal bei einem großen Telekommunikationsunternehmen verzweifelt über mehrere Anläufe versucht, mein Anliegen dazu. Ich meine, jeder kennt das. Das war übrigens schon so, als er noch, wir saßen ja mal früher noch zusammen in der Rocket Beans Redaktion. Schon da saß Colin so 2 Reihen hinter mir und selbst da habe ich Colin immer wahrgenommen, weil er einfach so telefoniert hat und halt übelst ausgerastet ist am Telefon. Und dann halt auch das Telefon so richtig so hingeschmissen hat, so bam! Mann, ey! So. Echt? Ja, ja. Du hast wirklich richtig aus vollem Hals rumgeschrien manchmal. Ja? Ja? Ja, das kann schon sein. Also ich neige dazu tatsächlich, aber eigentlich immer begründet. Begründet, genau. Ja. Und also gegen Menschen sowieso eher weniger. Also es sei denn gegen Vollidioten, die mir was Böses wollen. Ja, und vor allem auch immer danach dann. Also ich meine, du hast ja nicht die Leute am Telefon angeschrien, sondern du hast aufgelegt und dann geschrien. Ja. Ich musste erstmal meine, ja, ja, das stimmt schon. Da hat jemand sein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist doch schön. Aussage Nummer 7. Und jetzt sind wir eher quasi im Kosmos des Game 2 YouTube-Kanals mit dieser Frage. In der letzten Folge 113 vom Montalk sprechen Trant, Matthias und Kuro über die wichtigsten Games-Ankündigungen der Game Awards 2020. Viele Faktenfrage ist jetzt für euch eingeblendet. In der letzten Folge 113 vom Montalk sprechen Trant, Matthias und keine Ahnung über die wichtigsten Games-Ankündigungen der Game Awards 2020. Ist tricky, gebe ich euch. Ja. Sehr viele Fakten, die potenziell falsch sein können. Zur Sicherheit habe ich den Daumen schon seitlich angelegt, damit ich das nicht. Ja, nee, das wäre nee, ne? Keine Ahnung. Was war denn der letzte Montalk? Ja. Warte mal, also in der letzten Folge, okay. Tim wag es einfach. Die Welt braucht Mutige. Ja, aber was könnte das gewesen sein? Ey, wirklich null. Also eigentlich kommt es ja ungefähr hin. Das kommt schon hin. Ne? Also jetzt ist meine. Da waren echt viele. Also du meinst, es ist einfach richtig, oder was? Nein, aber also das ist. Wisst ihr, das ist wahnsinnig. Also ich buzzer nicht, weil ich es wirklich nicht weiß. Deswegen können wir gemeinsam überlegen. Ich meine, das Ding ist halt. Gutes dann in dem Moment drückst du. Das Ding ist halt. Warte mal. Ey, soll ich es machen? Nein. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Do it. Ja. Do it. Wirklich? Warte. Hey, dann wir können auch korrigiert werden. Du kannst nicht immer daneben liegen.
nicht nur einen Fehler finden, er müsste auch korrigiert werden. Ja, wir sind hier schon ja, nee, aber mach's nicht, wir sind schon zurück. Dann würde ich die Frage schließen und der Fehler versteckte sich. Was hast du geglaubt? Also ich glaube, es waren nur Trant und Kuro, aber... Ja, Matthias ist tatsächlich nicht dabei gewesen, aber Sarah war am Start. Also Matthias raus und Sarah rein. Das wäre hier die Lösung. Ganz fiese Frage. Ganz fiese Frage. Da würde ich sagen, kommen wir doch zu etwas, das uns allen, glaube ich, recht präsent ist. Aber wie präsent? Genau. Aussage Nummer 8. Trant und Schröck essen Frankfurter Würstchen, während sie die ganze Geschichte von God of War erzählen. Sie essen Kuchen. Ah, stimmt sogar. Richtige Antwort von Tim. Gut. Genauso ist das. Sie essen Kuchen. Verdammte Scheiße. Das ist God of War auf Hessisch. Ja, wessen Idee war das? Die ganze Story Trans von God Idee of War. Natürlich. Trans Idee ja. auf Hessisch. Und ihr habt es jetzt auch auf Norddeutsch. Was habt ihr gemacht? Die Resident Evil auf Story, Norddeutsch ne? haben wir und wir haben Zelda auf Schwäbisch. Zelda auf Schwäbisch. Okay. Stark. Gibt es ein Favorite-Video von euch, wo ihr sagt, oder ein Favorite-Einspieler, den ihr gemacht habt, wo ihr sagt, der ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben oder das ist was, wo ich sehr gerne dran gearbeitet habe? Mein Favorite-Einspieler, glaube ich, of all time, ist tatsächlich aus der schlechtesten Folge aller Zeiten dieser Part, wo Steve, unser Cutter Steve, den Off-Text einspricht. Und Micha im Schnitt sitzt und immer Furz-Clips einspielt. Und Steve so in so einem extrem intellektuellen Style so dieses Spiel einspricht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich musste einfach immer so hart lachen. Was ist Fimbul? Ein nordisches Hack und Schlei? Sicherlich! Ja. Das ist einfach der wirklich glorreich. Ja, der war sehr schön. Basti, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich überlege gerade. Also ich glaube, ich habe immer dieses The Last Guardian Musical vor Augen, wenn ich an so das Witzigste denke. Und ich liebe diese Szene. Folge 3 oder so, ne? Ja, es ist halt leider voll der Anfang. Es gab schon noch sehr viele gute Einspieler, aber das war so, glaube ich, der erste richtig große Magic Moment mit einem Game 2 Einspieler, dass ich halt wirklich am Boden lag. Diese Szene mit dir, wie du quasi noch hinter der Bühne irgendwie übst. Ey, ich habe mich weggeschmissen. Aber Drache! Ein Hund, jetzt ein Hund und Drache. Oh, wisst ihr, was auch ein Sleeper-Hit ist, den ich letztens mal wieder entdeckt habe? Und zwar dieser Post-Einspieler für The Search. Oh, da haben wir damals irgendwie gedacht, den haben wir, glaube ich, gemacht, da war das Spiel noch nicht mal da. Genau, da gab es wieder die übliche, was machen wir raus? Okay, das ist irgendwas mit Sägen. Genau. Oder kann man wahrscheinlich Körperteile und wunderbar, ja. Ey, der ist richtig gut, ne? Ja, sie sind aber ungeschickt. Den hatten wir letztens auf Instagram, glaube ich, ne? Ja. Ey, der ist wirklich Hammer. Ja. Also, der ist super lustig, muss man sich echt mal nochmal reinfahren. Der ist echt gut. Ja. War viel Schönes bei, ja. Mhm. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten schönen Aussage hier. Auch da versteckt sich allerdings ein Fehler. Aussage Nummer 9. Im Einspieler zu Vampyr spielt Ingo den Papa von Markus. Sohnemann wird am Ende vor die Tür gesetzt. Tim begleitet den Abgang mit der Gitarre. Im Einspieler zu Vampyr. Also sehr viel falsch von Ingo den Papa von Markus. Sohnemann wird am Ende vor die Tür gesetzt. Tim begleitet den Abgang mit der Gitarre. Das war von Micha, ne? Das war ein anderer Einspieler. War ein anderer Einspieler. Auch hier wieder viele Fakten. Welcher ist falsch? Die Klaus-Hipp-Imitation meinst du, ne? Ach so. Welches? Oh ja. Ich komme nicht drauf. Sebastian nimmt einen Trip auf die Memory Lane. Sebastian, trau dich jetzt mal. Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe wirklich nicht. Ich komme nicht drauf. Naja, ich weiß ja, was du meinst. Ich auch. Ich komme auch nicht drauf. Mir fällt es nicht ein. Dann würde ich die Frage schließen, es sei denn, Sebastian straft mich Lügen und buzzert. Nee, es ist so zu unsicher für. Warte mal. Also, ich hab einen Tipp, aber. Alter, ich weiß noch, wie ich die scheiß Melodie eingeübt habe. Wir dürfen ja. Ey, das ist voll schwer, sich so zu besprechen. Ja, das stimmt. Was den Teamvorteil ist. Ich verstehe überhaupt nichts. Naja, das ist aber gut. Das ist ja schon. Ja, ey, wie soll man sich denn besprechen? Möchte jemand buzzern oder nicht? Google, soll ich es googeln? Komm, Basti, mach. Komm, mach. Ja, wenn ich es einmal gemacht habe. War es nicht ein Beitrag zu Life is Strange? War das der? Ach so, ja, das kann ja aber das ich kann bin gut mir sein. Nicht 100%ig aber sicher. Das ist nicht Life is Strange, das ist hier dieses andere, ne? Ist egal. Was? Gesagt ist wie gesagt. Heißt das andere da aus dem gesagt ist Storm, in der Tat Life is Strange, oder? Gesagt und das ist richtig. Oh.
Es geht um Life Before the Storm, ja, genau, stimmt. Ich habe mir auch gefallen, Pier, Quatsch, da gab's doch so eine Story überhaupt nicht. Das war was anderes auf der Weide. Damit stehe ich mit meinem Namen. Übrigens auch nicht Before the Storm, sondern Life Strange 2 ist der Beitrag zu gewesen. Naja, ich habe ja, ich habe nur Life Strange gesagt, das habe ich nachher so hinterher. Top 5 der Sci-Fi-Klischees, ich verstehe schon. Da sind wir heute mal nicht so ganz rum. Ja, ich sag's für die Zuschauer, die das wahrscheinlich auf dem Schirm haben und sagen, naja, es war aber nicht Teil 1 von Life is Strange, sondern Teil 2, aber lassen wir an der Stelle gelten. Und wir sehen jetzt auch, das ist voll schwierig, dass der Buzzer von Basti funktioniert. Ja. Und er holt den Punkt. Ich bin auch da, hallo. Wir haben den Ausgleich. Sehr gut, ey. 10. Aussage. Stark. Geht direkt weiter. Kannst du die Serie am Leben halten, Basti? Hm. In folgendem Aussagen-Ding. Gib mir gar keine Mühe mehr. Im offiziellen Trailer zum Start von Game 2 stoßen Gino und Krogi mit Bierkrügen an. Colin. Das sind Krogi und Flo Harten. Krogi und Flo Harten, der einzige Mann, der immer Nachnamen braucht. Richtig. Genau. Yes. Oh, ja, Gino, ja, ja. Das habe ich so eingebrannt. Mhm. Aber ich bin ja auch ein paar, wir haben ja mehrere Takes gemacht. Ich bin ja immer von der anderen Seite, musste ich ja kommen, okay. Ich war ja der Spielverderber. Deswegen hat sich das wahrscheinlich bei mir. Es kommt erst ganz, ganz hinten, deswegen. Ja, ach ja, da war, ja. Aber das war auch ein geiler. Da war ich beim Dreh nicht dabei, aber es hat sich auch eingebrannt. Aber ich hatte ein bisschen. Hättest du gewusst, ja? Ja, tatsächlich, aber hat halt so lange gedauert, das nochmal durchzugehen. Aber niemals hätte ich das gewusst, ja. Da ist aber auch jemand einfach so auf YouTube gegangen und hat einfach so Älteste zuerst. Ja, so, okay, Folge 1, nehmen wir mal das, Trailer nehmen wir mal hier. Ja. Ich kenne das Gefühl sehr. Ja, ich erinnere mich aber noch, wie wir das, also dann damals ja noch in einem Moin Moin dann revealed haben, dass es zurückkam. Ich glaube, es war Etienne, der den Tisch beglückt hat. Dann kam der Trailer und dann die Reaktion im Chat. War schon ein sehr magischer Moment auf jeden Fall. Wie blickt ihr jetzt 5 Jahre später auf eure Legacy zurück? Was vielleicht gar nicht so leicht ist, weil man immer so dieser von Woche zu Woche denke ist und das gar nicht so. Aber habt ihr so diese Chance, dass ihr zurücktreten könnt und auch auf das stolz sein könnt, was ihr da in 5 Jahren geleistet habt? Wir müssen erst 307 Folgen schaffen. Ist das das Ziel? Ist das noch euer Ziel? Das ist mein Ziel, ja. Auf jeden Fall. Okay, nicht schlecht. Damit ist es auch dein Ziel, was live drüber reden. Nee, weiß ich nicht. Also, ich finde schon, dass man stolz sein kann, weil sich das Game 2 hat sich halt wahnsinnig gewandelt. So, wir hatten beim Anfang einfach so ein bisschen schon das Problem, wir haben halt sehr große Fußstapfen gehabt. Gerade für Leute, die halt eben nicht bei Game 1 dabei waren. So, das war schon ein krasses Erbe. Aber ich finde, mittlerweile haben wir irgendwann so unseren Weg gefunden und haben uns davon so ein bisschen befreit, sage ich mal. Dass wir halt einfach sagen, ey, wir machen das, wo wir jetzt Bock drauf haben oder wo uns der Sinn nachsteht. Und ich finde, so dieser Wandel, der hat sich halt vollzogen und da bin ich schon stolz drauf. Ja. Ja, also irgendwie eine kleine Triebfeder gewesen zu sein. Ja. Ja, also ich finde, man, klar, man hat immer so wie es damals immer hieß, so, ey, okay, ein Ziel von Rocket Beans ist halt, irgendwann mal Game 2 auf dem Sender zu haben. Mhm. Ich meine, klar, das sind dann so ein Etappenziel und dann hat man es halt oder hat man es nicht und danach geht's halt weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn wir 307 Folgen haben, dann lege ich alles nieder und ciao, irgendwie, ich bin auf den Malediven. Aber ich kann mich halt, ich meine, ich war ja dabei, als wir die Nachricht damals bekommen haben, dass es nicht weitergeht und so und wie alle übelst traurig waren und so und keine Ahnung, deswegen, das hat sich bei mir noch so eingebrannt, dieser Moment, deswegen fände ich es halt geil, wenn wir es schaffen, so das länger zu schaffen als das irgendwie. Aber ich kann euch versichern, solltet ihr mal in die Situation kommen wie ich, dass ihr möglicherweise den fahrenden Zug verlasst sozusagen und weitergibt. Ich habe auch immer gedacht, wirklich so, ach super, irgendwie so nach 5, 6 Jahren, ich werde gar nicht mehr gebraucht. So, und gar nicht schlimm oder wertend oder wehmütig. Das war alles super. Und irgendwann habe ich dann mal, als ich dann auch raus war, auf den Kanal geguckt. Und dann irgendwie die Folgenzahl gesehen. Und dann hat es mich irgendwie so emotional getroffen, weil mir dann plötzlich klar war, Alter, wir haben jetzt irgendwie 200 plus Folgen. Also wir alle zusammen, aber natürlich auch ich, haben wir gemacht und getan. Und diese Masse und das mit plötzlich so viele Jahre, da wurde mir plötzlich klar, okay, doch, das war schon eine ganze Menge Blut, Schweiß und Tränen. Das hat sich dann vielleicht zum Schluss manchmal so nicht mehr so angefühlt oder so. Mhm. Aber dieses, ich bin rausgetreten und hat dann schon das Gefühl, das ist schon einfach richtig geil. Und ja, man ist viele so krass tolle da drin, Sachen, ne? Da drinstecken. Mhm. Ja, absolut. Man ist da so krass drin und macht jede Woche sein Ding irgendwie. Und dann irgendwann hast du dann halt 200 Folgen gemacht. Oder irgendwann hast du dann halt nach der 100. denkst du dir so, Alter, okay, krass. Und dann bist du auf einmal bei 200 und denkst dir so, okay, heftig irgendwie. Für mich für mich war es auch so, dass ich erst bei dieser Game One-Folge, die wir jetzt hatten, also bei unserem Jubiläum, gemerkt habe, so, hey, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ich dachte immer, ey, Game One, das lief bestimmt 25 Jahre. Ja. Aber nee, das ist gar nicht mehr so weit. Das ist schon abgefahren. Also auf die nächsten 100.
nicht verkacken. Ich mal sagen. Tesseract verkackt. Vorher erst noch Aussage Nummer 11. Auf Platz 1 der beschissensten Kackspiele des Jahres 2019 landete Left Alive. Den gleichen Platz sicherte sich 2018 der Polizeihubschrauber-Simulator. Tricky. Nochmal einmal zum Lesen für euch auf dem Monitor. Auf Platz 1 der beschissensten Kackspiele des Jahres 2019 landete Left Alive. Den gleichen Platz sicherte sich 2018 der Polizeihubschrauber-Simulator. Boah, Alter, das ist aber auch... Das ist tricky. Ja, ey, klar, ist tricky. Also ich weiß auf jeden Fall nur... Das Left Alive als so ein richtiges Drecksspiel war. Ja. Das musste ich sogar spielen und testen. Das war ganz schlimm. Ja. Das war wirklich kacke. Und ich habe bis zum Schluss dran geglaubt, dass es doch eigentlich ganz gut sein müsste. Weil da sicher Leute dahinter waren und so. Aber ey, wir waren da noch in der Gamescom-Preso drin. Mhm. Und das war so eine ganz unangenehme Stimmung. Weil jeder, der da drin saß, wusste, dass dieses Spiel der absolute Dreck war. Jetzt mittlerweile ist Kuro ja auch bei uns. Und der war lustigerweise mit in der Preso. Der war ja damals noch bei Gameswelt. Und wir haben da letztens noch mal drüber geredet, wie komisch dieser Termin einfach war. Weil danach so einfach gefragt wurde, naja, was habt ihr denn so für Fragen? Und alle waren halt so... Alle? Gut, dass es mittlerweile die Fragen sind mehr Trigger für irgendwelche Anekdoten, ja, als wirklich beantworten. Wirklich ein System. Nee, ich weiß das niemals im Leben. Nee, ne? Ich trau mir nicht. Dann würde ich die Frage an der Stelle schließen. Und Left Alive wäre aber auch falsch gewesen. Ja, Polizeihubschrauber-Simulator ist nicht falsch. Richtig. Das war Eternity the Last. Oh, ich wusste es, dieses scheiß Einhornspiel. Ja. Ich habe da noch stundenlang hab ich gegengelesen mit unserem damaligen Praktikanten. Dieses absolut drecksbeschissene, ich wusste aber den Titel nicht. Keine Ahnung, Alter. Das war ein ganz schreckliches, so ein Einhorn. Guckt's euch noch mal an, das war so scheiße. Ich wusste den Titel nicht. Ich wusste nur, das heißt nicht The Last Unicorn. Und damit war klar, ach, leck krasses, doch. Krasses Ding halt für unseren Prakti auch. Ich meine, er hatte ja wirklich eins unserer meistgeschauten Videos. Ja, stimmt. Also, muss man schon sagen. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Oh, verfickte Kacke. Wir machen direkt weiter. Punktestand unverändert. Aussage Nummer 12. Mark verließ die Game 2 Crew, nachdem ihn ein Yoshi verschlungen hat. Ha, ja, okay. Das war natürlich Kirby. Ja. Das war Kirby. Richtig. Kirby. Den Praktikant Vincent zuvor erschaffen hatte. Wer ist weitergegangen? In der Tat, Marks erster Ausstieg bei Game 2. Vincent Obermeier. Stimmt, der Obermeier, der hat auch ein paar gute Szenen. Der war auch sehr gut. Ja, ja, der Vincent. Grüße gehen raus an Vincent. Oh, was ist das denn? Ja, ja, ich konnte nicht mal kommen. Alles drin. Unicorn. Alles möglich. Drei Aussagen sind noch da. Zum Beispiel Aussage Nummer 13. Das ist eher, ja. Naja, wir hören mal, ob ihr das lösen könnt. Unter anderem Sebastian, Micha, Chris, Adrian und Felix machten sich im August 2018 in einem weißen Auto auf den Weg zur Gamescom. Oh. Oh. Scheiße, ja genau, da fragt ihr den Richtigen. Ah, das sind... Oh, ich will jetzt klicken, warte. Do it! Frage ist tricky. Die ist super tricky. Du hast doch das Auto gefahren, Basti. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Doch. Ich hab ihn abgeholt. Ich bin aber es war doch... Es genau, war aber das war ja das Problem. Ich hab ihn anders in Erinnerung gehabt. Es war ein... Deshalb ist es für mich natürlich die komplette... Mann, scheiß doch immer was. Ich bin überzeugt von der Frage. Es war doch ein schwarzes Auto. Es war ein schwarzes Auto. Genauso ist das. Punkt und von du sehr gut. Erzählt hast gesagt, mal. Es wäre ein silbernes Auto. Genau, erzählt, was die Anekdote Ahnung, dahinter. Also, fragen wir euch das. Ich krieg's nochmal zusammen. Ich hab's mir letztens gerade erst angeguckt. Geil. Ja, okay. Also, es war so, dass wir mit schwarzen Autos zur Messe gefahren sind und aber komischerweise das Auto, in dem Basti saß und so und noch ein paar andere Leute, dachten, das wäre silber gewesen. Und wir deswegen, als wir von der Gamescom wieder losfahren wollten, nach einem silbernen Auto gesucht haben. Es gab aber kein silbernes Auto. Dann haben wir irgendwann rausgefunden, dass es ein schwarzes Auto war. Und dann war das Problem, dass das schwarze Auto aber auch schon weg war, weil das beladen wurde von Rocket Beans und auch schon weggefahren wurde. Und dann haben wir ein neues Auto bekommen. Und das war dann wiederum silber, weshalb Basti gesagt hat, ha, ich hatte doch recht, es war ein silbernes Auto. Aber es war recht. Ja, das schwarze Auto, was wir eigentlich meinten, war schon nein, weg. Nein. Und das silberne Auto war ja ein neues Auto. Nein. Doch. Nein. Ich sag, das ist immer noch eine Lüge. Aber trotzdem haben wir natürlich den Punkt verdient. Ja. Wenn das eine Lüge ist, hast du das dann quasi mit der Silberzunge gesprochen. Zwei Punkte für Colin, drei für Sebastian und Tim. Und damit führt ihr beiden. Wir haben aber noch zwei Aussagen. Oh, unter anderem Aussage Nummer 14.
Um von Senderon zu erfahren, welche Spiele 2017 erscheinen werden, musste Markus unter anderem seinen Hamster namens Puffy opfern. Ach nö. Kein Hamster, sondern ein Eichhörnchen. Ja. Genau, so ist das. Punkt für Sebastian an der Stelle. Ja. Puffy oder Puffy? Puffy? Puffy, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ach, verleckt. Aber ja, Puffy. Das war letzte Frage, doppelt oder nichts, ne? Genau, doppelt oder nichts. Das kleine Fetisch-Eichhörnchen. Wir schauen noch mal auf die auf den Punktestand. 2 Punkte für Colin, 4 für Sebastian und Tim. Was das genau bedeutet für die allerletzte Frage, das finden wir raus nach einem Spot. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Ich habe sie auch im Griff. Hm? Hast du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein. Dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst du dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45-Euro Amazon-Gutschein sichern. Es geht um alles hier bei Endgegner Game 2 mit Aussage Nummer 15. Dazu für euch noch die Info. Es ist noch alles drin. Das sage ich nicht nur so, sondern es ist in der Tat noch alles möglich. Denn wir haben 2 Punkte bei Colin, 4 für Sebastian und Tim. 2 Punkte sind drin, aber eben auch 2 Minuspunkte für die falsche Antwort. Yes. Das heißt, darauf setze ich doch. Colin, also bei euch. Dir reicht sogar das Gleichziehen. Auf 4 Punkte, denn wenn Gleichstand ist, dann bleibt der Endgegner auf seinem Thron. Für euch, Sebastian und Tim, geht es natürlich auch noch in Richtung des internen Duell. Denn wenn ihr hier heute den neuen Endgegner stellt, dann gucken wir, wer von euch beiden mehr Punkte gemacht hat. Und der wird dann der Endgegner. Aussage Nummer 15 ist wie immer unser Bilderrätsel. Ihr werdet ein Foto sehen. Dazu sage ich, das ist Chuck Norris. Wird es aber nicht sein. Von euch nochmal die Bitte, buzzern. Und direkt lösen, weil es zeitkritisch sein wird. Seid ihr bereit? Yes. Aussage Nummer 15. Hinter diesem Roboter steckt Lara. Tim. Dahinter steckt Markus. Falsche Antwort. Oh nein. Was? Colin hat die Chance, abzustauben. Hä? Ich weiß es. Es ist doch gar nicht. Es ist ja nicht mal nötig. Warum soll ich mich denn in Gefahr begeben? Stimmt, Strategie kann er an der Stelle nutzen. Colin antwortet nicht. Ich strategisch verzichte auf die Antwort, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Ich war bei diesem Dreh wie bei fast allen Drehs. Darf ich lösen, wir kriegen noch so einen Punkt? Also, Scheiße. Was war das Problem, Sebastian? Die Frage ist geschlossen. 2 Punkte müssen wir euch leider abziehen. Ja, aber ich wäre auch drauf. Was denkst du? Chris war das Girl und Markus war der Boy. Ach so. Aber ich habe es auch vertüdelt. Ich hätte es auch falsch gemacht. In der Tat, es gab noch einen zweiten Roboter. Das war Markus. Hinter diesem war es aber. Alter, lol, 50% Chance oder was? Ja, Dreck. Vor allem. Damit schauen wir noch mal auf den Punktestand. 2 müssen wir euch leider abziehen. Und damit durch strategischen Verzicht ist und wie bleibt. Viele Fragen hast du beantwortet? Ich weiß es nicht, aber wer hätte gedacht, da dass ein Tag voller Enttäuschung noch so eine Ja, Wendung ich meine, wir hätten jetzt auch einfach nicht antworten können, aber ist ja auch lame. Stimmt. Ja. Deswegen moralischer Sieger auf jeden Fall Tim und Sebastian, aber de facto Endgegner ist weiterhin Colin. Ja. Ja gut, dann aber Revanche, Alter. Dann aber Revanche, ich glaube auch. Ja, der Game of Kosmos gibt ne? genug her. Nö, Alter, wir einfach noch mal. Gegen uns. Gib uns mal ein paar Wochen im Sattel so und dann sind wir hier ein bisschen ruhiger und abgeklärter und dann kriegst du gar keinen Was soll ich sagen? Wir waren alle gut.
Ist das das letzte Hurra von eurem alten Chef, dass er hier noch einmal sich diesen Endgegner-Thron sichern kann? Na, ich muss ja ganz ehrlich sagen, durch den Spielverlauf wurde ich ja begünstigt. Ich sage ich mal so ein wenig. Und das ist natürlich, ich könnte jetzt voller mit stolz geschwellter Brust mir auf die Schenkel klopfen und sagen, wieder alles richtig gemacht, Colin. Du hast es noch drauf. Wieder alles richtig gemacht, Colin, du hast es noch drauf. Ich hab's gesehen, die Raffe. Wieder alles im Griff, dachte ich, das ist halt einfach ein jetzt. Skill, den man so nach langer Zeit im Chefposten halt erlernt, dass nicht man sich manchmal einfach gewinnt. Zurücklehnt und nichts macht. Der Witz dabei ist, irgendwann steht doch bei Wikipedia, Colin Gable gewann das Endgegner-Duell. Da fragt einfach kein Mensch mehr nach diesen ganzen Nacht. Das wisst ihr doch. Das stimmt. Nee. Aber das war hier auch nicht unser Wembley. Das war eine sehr interessante Partie und wir haben es gemerkt, der Kosmos ist groß genug, um nochmal eine Revanche abzubilden, vielleicht in selber Besetzung. Das war's mit Endgegner. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und einen Kommentar, was für Themen wir hier nochmal beackern sollten oder welcher Game 2 Einspieler euch besonders gefallen hat. Danke an euch Jungs, bis zum nächsten Mal. Ciao.